Hier ist ein elektrischer Leiter dargestellt mit Länge L und mit Querschnitt groß A. Sobald ein elektrischer Strom durch diesen Leiter fließt, widersetzt sich der Leiter diesem elektrischen Strom mit dem Widerstand groß R. Bei konstanter Temperatur des Leiters kann dieser Widerstand groß R berechnet werden durch Rho, das ist eine Konstante, die vom Leitermaterial abhängt, mal Länge geteilt durch Querschnittsfläche. Dieses Gesetz nennt man Gesetz von Puget zu Ehren des französischen Physikers Claude Puget. Diese Konstante Rho nennt man spezifischer Widerstand des Materials. Ein Widerstand R drückt man in Ohm aus, eine Länge drückt man in Meter aus und ein Flächeninhalt wird in Quadratmeter ausgedrückt, also ist die Einheit für Rho Ohm mal Quadratmeter geteilt durch Meter, das heißt Ohm mal Meter. Hier eine kleine Tabelle mit Beispielen zum spezifischen Widerstand Rho des Leitermaterials bei der konstanten Temperatur von 20 Grad Celsius.